Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Mann gleich. So, es ist mal wieder Zeit, in den Shop reinzuschauen und die Combo Masteries zu analysieren. Erstmal gucken wir hier wieder rein. Mamas altmodische Geheimnisschatulle mit einem Bar. So, das zu dem. Dann gehen wir hier rein in den Shop und dann gucken wir mal hier. Hier haben wir Brian. Das Mythic Pack mit Hottis Bill, The Borax Kids, Dan mit Gruselmaske und Luann Letter. So, ja. Also Brian in Mythic natürlich mega geil. Die anderen Karten auch bis auf Luann Letter. So, die gibt so einen faden Beigeschmack bei dem Ganzen. Dann haben wir hier die Kawaii Box mit Dr. Bobenstein. Bobbenstein und Schrimpi Schrimps. Und The Borax Kid und Roger Sexy Shorts und dann Hermes und Klaus. Ja. Also, beide Charaktere würden mich davon abhalten, diese Box zu holen. So, dann sind wir hier auch schon soweit durch. Ja, was gibt's noch Neues? Was mir noch aufgefallen ist, zum einen gibt es einen neuen Charakter. Gucken wir mal hier rein. So, das ist nämlich hier hinten, das Linda. Und da haben wir hier maximale Gesundheit, 77 bei Stufe 10. Wir gehen mal ganz weit runter. Momentan ist die ja auf Level 1. Bis jetzt wissen wir noch nicht so genau, was man machen muss, um an die Linda ranzukommen. So, fängt an mit 26 Leben, Faustschlag 1. So, und dann geht es weiter hier hoch. Dann geht es da hoch, 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 da hoch. Dann sind wir bei 77. Dann haben wir Geben 2, Schild 3 und Faustschlag 3. 83, 86, 89. Bis 95 geht dann die Linda hoch. Geben 3, Schild 4, Faustschlag 4. Also eine, ja, kann man eigentlich so sagen, schon defensive Karte, Charakterkarte. Ja. Du hast zum einen den Faustschlag, womit du Schaden verursachst beim Rumble. Dann hast du Schild und eben dieses Geben. So, also. Das zu dem. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter und schauen mal hier in. Ja, eine neue Insel ist auch rausgekommen. Und zwar ist die hier ganz hinten. Kapitel 33 kann man jetzt hier gerade nicht sehen. Werde ich mit dem ersten Account dann mal machen. Also mit dem ersten Account dann Kapitel 33. So, da habe ich ja Kapitel 32 erst vor kurzem mal ein Video hochgeladen. So, und dann geht es jetzt auch schon los hier nochmal in den Shop rein. Dann gucken wir hier in die Combo Mastery. Und heute ist es richtig, richtig, richtig crazy. Also, heute sind ein paar richtig geile Kombos am Start. Da weiß ich gar nicht, so viele Steinchen kriegst du gar nicht zusammen hier. Also, was du da alles brauchen könntest. Wir fangen jetzt mal an mit Combo Nummer 1. Das ist Another Lousy Millennium. Und Another Lousy Millennium ist eine Fry-Combo. Gucken wir mal hier rein jetzt. Das wäre dann das da. Mit Alkoholkarten, so sieht er ja auch aus, der Fry. Ne? Ein weiteres lausiges Jahrtausend. Ist auf Deutsch zu übersetzen. Braubier, Weinduo, Wodka-Bier, Wine Bucket, Thunder Cocktail, so ein Maltes Likör. Die andere Drunk Combo mit dem Fry ist ja der Drunk Fry. Auch
Nicht schlecht. Die hier ist natürlich mega geil auch, ja. Van Fry Maxed. Und hier Alkoholkarten. Und zu viele Gems auf einmal. Der kann sich das einfach mal überlegen, ob er da tatsächlich die 500 Gems reinballern möchte oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall wieder nicht tun. So, dann haben wir die nächste Combo. Das ist Solid Gold Tuxedo. Das ist heute die schlechteste Combo. Gucken wir mal hier rein. Das ist die da. Mit dem Peter. Und mit Money. Also hier haben wir jetzt Bag of Nickels. Ja, im goldenen Anzug da. Das ist nichts Besonderes. Also dafür 500 Gems auszugeben. Jetzt kommen wir zu einer geilen Combo. Für alle, die ein Stewie im Deck haben, also einen Mythic Stewie, sage ich mal. Ja, das ist hier tatsächlich mit Musikkarten. K-Pop-Video, Rubberneckers, Oldies with Goldies, die Golden Fiddle, Pimp My Sleigh, Fahrtschool Jimmy Jr., K-Pop Cleveland und Earls Guitar. Und das sind natürlich mega geile Kombos, ne? Also hier fängst an. Mit 37 zum Beispiel. Hier sind es schon 40. Mit Courtney is dead. 40 Angriff, First Hit. Hier sogar mit der Golden Fiddle 44 Angriff. Mit Rubberneckers 41. Ja, damit kann man schon First Hit landen. Und wenn man da jetzt nochmal ein paar tausend Steinchen reinballert, sagen wir mal 40 Angriff, 44 Angriff plus 10%, dann bist du bei 48, sagen wir mal, das wird dann wahrscheinlich aufgerundet, 49%, also 49 Angriff, dann nochmal 10% drauf, sagen wir mal, nochmal plus 5, dann bist du bei 54 Angriff. Also da mal 3.000, also wer das Ding halt so hat, ne, den Stewie, also nicht so wie ich ihn jetzt gerade zeige, sondern so. Nein, so nicht, sondern entweder so mit K-Pop zum Beispiel oder hier mit Rubber. Nein, ich wollte es jetzt eigentlich hier mit der Golden Fiddle zum Beispiel mal zeigen. 44 Angriff. Ja. Wenn ihr da 3000 Steine reinballert, dann habt ihr danach über 50 Angriff. Und dann kriegst du schon fast alles klein, was da vorne kommt. Natürlich jetzt nicht unbedingt, wenn du ganz vorne in den allerersten Gilden mit dabei bist, aber definitiv machst du einiges kaputt. Also mega geil und lohnt sich auf jeden Fall, wer ein Stewie im Deck hat. In Mythic. So, dann geht's weiter. Dann kommt die nächste geile Combo. Also heute einige Hammerdinger drin. Da weiß man dann schon gar nicht mehr, was man jetzt machen soll. Zumal morgen, jetzt morgen, glaube ich, kommt ja auch noch eine Combo, die ich unbedingt haben will. Also jetzt gucken wir mal hier rein. Combo Recipes. Dann haben wir hier die Drunk Peggy. Und das Ding ist halt natürlich auch mega geil, ne? Also, wenn du hier siehst, du cripples auf der einen Seite 20 weg, dann gehst du mit 25 durch eine Mauer durch. Also eigentlich das, was du an Grundschaden machst, geht durch die Mauer durch. Dann hast du noch 14-fach Craze mit dabei, 67 Leben. Die tut weh. Tut richtig weh. Aber natürlich nur, wenn du hier die Pawtucket Patriot Ale hast oder eben den personalisierten Bierkrug oder Personalized Biermug.
Und da ich die Power Tucket Patriot Ale ja sogar, glaube ich, mehrfach Botfuse habe, ist das Ding schon mega, mega geil. Und die Drunken Peggy spiele ich auch immer ganz gerne, wenn du wirklich mal einen Gegner hast, mit einer Mauer vor dir. Und dann entfaltet die schon ziemliche Gewalt. Also auf jeden Fall eine coole Combo. Freue ich mich riesig drüber. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zur nächsten Knaller-Combo. Das ist ja wieder eine von diesen Combos, die an die Pay-to-Win-Spieler verteilt wurde. Also verkauft wurde. Der Tennis-Stan. Und dann schauen wir uns auch mal den Tennis-Stan an. Und der sieht so aus. Natürlich die Mythic-Version, wieder die interessante. Hier haben wir 39 Angriff. Und 14-fach Cheer. Ja. Und 14 Leben mit hinzu bei einer gespielten Combo. Das Ding hier zum Beispiel mit Sportsbot 5000. Da haben wir tatsächlich schon 43 Angriff. Ja. Die ist mega nice. Ist wirklich mega nice. Ja, wer also den Tennis Stan spielt, also wer einen Stan in Mythic im Deck hat und hier zum Beispiel so einen Sportsbot 5000, das Ding knallt. Und zwar richtig. So, also auch nicht schlecht. 3000 Steine da rein, weil das bist du auch bei 50 Angriff mit dem ersten Schlag. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Guy. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.